Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft alle Versionen. Und bevor ihr euch fragt, warum ich so aussehe, ich war eben duschen, von daher. Ja, meine Haare sind noch nass, von daher nicht wundern. Aber darum geht es heute natürlich mal wieder nicht. Es geht nämlich heute mal wieder um eine neue Minecraft-Version, die wir spielen. Und da eine ziemlich coole Version. Und zwar spielen wir nämlich in der Version Minecraft, beziehungsweise in der Version 1.11 so. Und wir haben jetzt folgende Möglichkeiten: Languages, auch die Möglichkeit Deutsch auszuwählen. Allerdings sieht es in unterschiedlichen Sprachen teilweise ein bisschen komisch aus, aber wir haben jetzt auch die Möglichkeit Deutsch zu spielen. Dann sieht es ein bisschen komisch aus. Schwierigkeitsgrad machen wir einfach Töne auf 4 und Musik auf 2. Und dann würde ich sagen, wir gehen in die neue Version. Ladebalken kommt und wir sind drinne. Bildet das Eis sich zurück? Ich bin mir nicht sicher. Ja, keine Ahnung. Ich glaube nicht. Und wie geht es uns am Weizen? Na, immer noch nichts. Aber wir können erstmal einen Baum fällen. Ja. Hier tut sich auf jeden Fall mittlerweile was. Komm. Auf jeden Fall mein Holz haben und ein Setzling. Wo war der? Hier. Ich mache einfach mal hier. Ja, gut, auch die Zahl hier von den Anzahl der Items sieht ein bisschen komisch aus in der Version. Aber ich denke, das ist okay. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Nur ein anderer Grafikstil. Da komme ich nicht ran. Und Weizen ist fertig. Halleluja. Sneak müssen wir, glaube ich, noch in der Version. Halleluja. Wir haben unser erstes Weizen. Und Zuckerrohr. Ah, nice. Das freut mich. Ich weiß nicht, ist die Webcam nicht vielleicht ein bisschen. Moment. So. Ja, so ist besser. Und wir nehmen heute auf. Jetzt habe ich wieder nicht geguckt, wann wir angefangen haben. Wir haben vor 5 Minuten angefangen. Sagen wir mal 50 vor habe ich angefangen. Also bis 20 nach aufnehmen. Ist das okay? Ja, okay, ist auch noch nicht fertig. Ich habe gedacht, das ist jetzt auch fertig. Aber ja, jetzt ist unser erstes Eisen mal fertig. Unser erstes Eisen. Unser erstes Zuckerrohr fertig. Um die Möglichkeit, ein Brot zu machen. Weil wir brauchen jetzt oder so Essen. Halleluja, wie geil. Okay, das ist cool. Wir können unser erstes Nahrungsmittel machen. Das ist cool. So langsam haben wir Nahrung. Und wieder einen neuen Baum.
Weil Nahrung brauchen wir bald jetzt auch. Und Setzling. Perfekt. Apfel. Ja, läuft. Läuft. Läuft, läuft. Apfel tun wir weg mit den Setzlingen. Aber wir haben Brot. Cool, jetzt kommen auch noch Äpfel oder was? Wachse. Hinten ist Kohle, ne? Ich weiß es nicht. Naja. Gut, wir warten mal, bis es dunkel ist. Warten wir noch hier oben. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch mal ein bisschen in die Mine. Und so lange warten wir halt mal hier oben noch. Salama. Guck mal, guckt euch mal die Lava-Textur an von früher. Von den älteren Versionen. Die sieht irgendwie cooler aus als die heutige, finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr es findet, aber ich finde die alte Lava-Textur deutlich cooler. Der Schriftzug ist schon interessant. Aber naja. Das scheiß Weizen, das ist natürlich der Anfang immer, das dauert natürlich immer lange. Oh, das ist fertig. Oh ja. Aber man merkt wirklich geil, wenn es halt einmal fertig ist, dann wird es halt immer schneller neu fertig. Oh, schade. Diesmal nur ein neues Weizen. Keine zwei. Aber wenn wir halt einmal das Feld endlich mal vollgekriegt haben, dann wird es ganz schnell gehen, Leute. Ein Zuckerrohr, da sind wir jetzt schon am Start. Wo waren eigentlich die Federn nochmal her? Wir haben noch gar keine Zombies oder mal Hühner getötet, oder? Also guck mal, Holz. Holz, Holz, ja. Aktuell gibt es nur Holz. Sondern noch nicht diese unterschiedlichen Holzfarben. Haben wir überhaupt Monster an? Einfach. Ja, haben wir. Also wenn es die Hälfte müssen wir mal voll bekommen, sonst ist echt grauenhaft. Aber wir haben ja jetzt auch Äpfel, also anscheinend kriegen wir es auch hin und wieder immer mal wieder Äpfel gedroppt. Ging die Sonne nicht mal da runter? Jetzt geht sie da runter? Meine ich das nur? Oder ist das so? Ich weiß ja nicht. Die Höhle da finde ich so cool. Die sieht richtig geil aus. Jetzt dunkel. Weil ich will ja eigentlich mal in die beknackte Höhle gehen. Um mal ein bisschen Sachen zu machen. Auch Setzlinge 7. 7 nur davon? Von den 15, von den 27. Okay. Aber Zuckerrohr. Natürlich noch mehr. Ich weiß eigentlich, ob wenn ich den setze, ob sich das dann mal ändert. Naja.
Du kannst nur nachts schlafen. Ah, toll, Alter. Jetzt haben wir auch endlich Möglichkeit. Wirklich Deutsch. Deutsch. Mit einer komischen Schrift, aber Deutsch. So. Jetzt gehen wir mal runter in die Höhle. Wir sind viel zu hoch immer noch. Och nee, stimmt ja, da war ja was. Jetzt zum Kotzen hier. Ich möchte nicht, dass das da offen ist. Dann machen wir wieder Folgendes. Ab hier. Wir haben hier 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja. Dann schlagen wir uns hier wieder runter. So, perfekt. Ich lasse mich doch nicht von so einem dummen Minecraft hier verarschen. So, da setzen wir mal eine Fackel. Und dann bauen wir uns natürlich weiter hier runter, weil wir wollen natürlich noch mehr Eisen finden und Labs haben wir auch noch gar nicht. Und da müssen wir natürlich auch noch mal hingucken, dass wir zum Beispiel noch Labs kriegen. Wo höre ich hier ein Skelett? Draußen oder was? Keine Ahnung. Oh, die Decke hier viel zu niedrig. Die müssen wir auch noch abebnen. Da machen wir schön zu. Das wollen wir nicht. So. Hier auch noch mal. Wir sind jetzt auf Ebene 68. Naja. Gibt es noch ein bisschen was zu arbeiten? Wir machen hier auch nochmal sicherheitshalber schnell eine Fackel drin. Weil ich will ja so auf, ja, keine Ahnung, Ebene 10 am besten. Weil da können wir dann Diamanten finden. Nicht zu tief, aber auch nicht zu hoch. So.
So. Hier natürlich Zuckerrohr. Alles mitnehmen. So. Wir tun natürlich Zuckerrohr wieder rein. Tun den Kies rein. Flintstone rein. Den Kobbel rein. Und den Kobbel auch rein. Und uns natürlich die Sticks. Wir holen uns wieder Kobbel raus, weil wir wollen ja doch mal noch mal Kobbel. Weil wir wollen ja eine Spitzhacke craften. Dann gehen wir auch direkt wieder runter. So. Runter geht natürlich viel schneller als hoch. Wir brauchen unbedingt Eisen. Weil ich möchte gerne ab Folge 100 habe ich mir vorgenommen, auf Eisen zu upgraden. Meine Werkzeuge. Von daher brauchen wir auf jeden Fall Eisen. Und den fange ich jetzt schon halt an zu sammeln. Ich möchte ja mich auch nicht verlaufen. Deswegen mache ich mein Lieblingssystem Strip Mining. Wenn wir natürlich sterben, verlieren wir alle unsere Items und ja, das mag jetzt für den einen oder anderen noch alles ein bisschen langweilig sein, aber auch Monster oder so, wir werden uns mal auch mal mit Monster anlegen, aber aktuell versuche ich halt erstmal anständige Ressourcen und alles zu kommen, aber nur auf diesen Berg. Das ist halt unsere Area. Oder unsere Base auf diesem Berg. Eine Festung sozusagen zu errichten. Deswegen ist es auch gar nicht mal so schlecht, dass wir so viel Kabel haben, weil wir das gut gebrauchen können für unsere Bauprojekte. Und da haben wir jetzt endlich mal Kohle. Das Gefühl, hier drunter ist eine Höhle, kann das sein? Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass hier wirklich eine Höhle drunter ist. Ach guck mal, in der Version bringt auch das Abbauen von Rohstoffen auch noch gar kein hier XP und so. Und Eisen. Halleluja. Das klein wieder aus. Endlich haben wir auch mal Rohstoff gefunden. Und das war schon wieder 61. Wir haben jetzt wie viel Eisen? 4 Eisen und 18 Kohle. Ja.
So langsam wird es doch. Jetzt ist es auch dunkel, jetzt sind wir genau richtig. Oder wird es dunkel? Ich glaube schon. Jawohl, es wird auch dunkel. Perfekt. Dann warten wir mal, bis wir schlafen können. So. Dann tun wir die Kohle hier rein. Kohle haben wir jetzt ordentlich. Also das heißt, haben wir auch noch was im Ofen. Könnten ja eigentlich 64 Kohle in den Ofen packen. Zack, dann Eisen rein. Ja, wir sollten auch die Kohle dort rein tun, sonst sieht schlecht aus mit Eisen. Und auch hier leider bei den Ofen bekommen wir kein XP, wenn wir da gleich das Ganze rausholen werden. Aber kommt auch noch, das kommt auch noch. Komm. Danke fürs Eisen. Das haben wir schon. 19 Stück. Kann man ein bisschen schlecht erkennen, weil irgendwie bei der Zahl. Naja. Wir haben ja noch gar keinen Hunger verloren. Auch interessant. Ach, erstmal eine neue Spitzhacke noch wieder craften. Ja, guck mal, ich stehe auch immer 1000 Jahre entfernt und kommt trotzdem an Sachen ran. Das ist ganz normal. Das ist wieder diese Minecraft-Logik, naja. So, das mal weg. Weizen wächst. Wir haben hier so einen mega Mammutbaum. Obwohl, so Mammut ist er gar nicht. Nick, Schwachsinn, das ist noch vom alten Baum. So, jetzt warten wir nur auf den Settling. Auf den Setzling, so. Vielen Dank. Ich weiß auch gar nicht, können wir mal das hier mal irgendwie setzen und neu abbauen, damit das irgendwie neu wird. Ich glaube, man kann das hier setzen und dann neu abbauen, oder? Damit das mal dieses andere wird. Ich glaube, das funktioniert. Ja, das funktioniert sogar. Ja, nice. Ja, das wird ein bisschen langweilig jetzt, aber ich habe keinen Bock auf diese Scheiße. Komm, setz die Scheiße. Das verbraucht Platz unnötig, weil das ist ja das selbe Zeugs, aber so können wir das mal loswerden. Das haben wir uns ja mal gecheatet gehabt. Wer das Let's Play schon länger verfolgt, diese spezielle hier, der weiß auch warum. Das ist ja nicht unsere erste Welt.
Und ja, deswegen jetzt will ich erstmal loswerden und dann. Werden wir es los. Und tatsächlich, jetzt haben wir das auch mal normal wieder zurück. Gott sei Dank. So gefällt mir das doch viel besser. Oh, und wir können doch auch mal Hunger verlieren. Das geht also doch. Ich dachte schon. Ich glaube, das Eis bildet sich aber doch nicht zurück, ne? So, können wir das Zeug so mal wieder reintun. Na, sehen wir, jetzt haben wir hier auf jeden Fall wieder einen Slot frei. Und ja. Gut. Unser Weizen fängt auch wieder gut an zu wachsen. Aber wenn wir einmal dieses scheiß Feld hier voll kriegen, dann läuft das auch schon alles viel besser. Ja, gib mir mal die Setzlinge. Das fuckt mich irgendwie ab, das stört mich so mega, dass das da hinten Eis ist irgendwie. Überall gelbe Blumen. Aber nicht mal andere Blumen. Oh, die roten? Wo sind denn die roten? Waren die ro dicken Rosenbüsche und so, die gibt es ja noch nicht in der Version. Auch total tierreich diese Welt, ne? Also, man, guckt euch mal an, diese Tiervielfalt, die wir hier in dieser Welt haben. Wahnsinn, so viele Tiere habe ich ja in Minecraft noch nie gesehen. Seht ihr das, Leute, wie viele Tiere hier überall sind? Alter, hier sind überall, egal wo man guckt, hier sind weit und breit einfach keine Tiere. Das ist so, so bitter irgendwie. Weil Tiere waren natürlich auch noch, ne? Wolle und so, eine Wolle, Schaffarm oder sowas. So, so zwei Schafe, dass man auch mal Wolle ordentlich bekommt. So, wieder. An die Kürbisse sind da, ne? Statistiken zu Fuß zurückgelegt. Nee. Achievements natürlich hier, die man natürlich auch noch machen muss. Ja, das sind dann doch noch ein paar Sachen, die wir machen müssen. Aber das in der nächsten Folge. Das machen wir in der nächsten Folge. Wir räumen das hier ein. Zack. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja. Ich hoffe, dass es dann mal in der nächsten Folge mal irgendwann bald mal ein bisschen spannender wird, weil, wie gesagt, ich will das erst fertig kriegen, möchte mich erstmal auf Ebene 10 mit meiner Mine begeben, dann kriegen wir auch bessere Rohstoffe und alles. Und. Aber nichtsdestotrotz, wenn das Ganze gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über ein Like freuen. Und wenn ihr weiterhin auf diesem Kanal nichts verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch abonnieren. Ich bin raus. Ciao Leute, freut euch auf die nächste Folge.